Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch ein Update zu meinen Haaren. Ja Leute, diejenigen, die meinen Kanal schon länger abonniert haben, die wissen, dass ich meine Haare schon seit längerer Zeit lang wachsen lasse. Und für diejenigen, die gerade neu auf meinem Kanal sind, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst und meinen Kanal abonnierst. Du kannst gerne auch die Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und Instagram habe ich auch, kannst du auch gerne mal abchecken. Ja Leute, ich lasse mir seit fast einem Jahr meine Haare lang wachsen. Und ich habe auch genau vor einem Jahr mein erstes Haarstyling-Tutorial bei YouTube hochgeladen. Und das hat mittlerweile fast 100.000 Aufrufe. Ich bin echt begeistert. Also ich hätte niemals gedacht, dass das Haarstyling-Tutorial so viele Aufrufe bekommt. Ich blende das an dieser Stelle einfach mal ein. Ja, und damals, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich wirklich noch gar keine Ahnung, was Haarstyling-Produkte, Haarpflegeprodukte angeht. Aber wenn man sich seine Haare lang wachsen lässt, ja, dann muss man sich da zwangsweise einfach mit beschäftigen. Und damals war es bei mir so, hey, ich glaube, da sind alle Männer so ein bisschen gestrickt, relativ einfach. Ich suche mir ein Haarstyling-Produkt aus, dabei bleibe ich dann, weil das passt für mich und das funktioniert, also bleibe ich dabei. Ob das jetzt gut für deine Haare ist oder schlecht für deine Haare ist, ist erstmal irrelevant, Hauptsache es funktioniert. So, aber wie gesagt, seitdem ich mir meine Haare lang wachsen lasse, beschäftige ich mich natürlich sehr, sehr ausführlich mit Haarstyling, Pflegeprodukten etc. Wenn man seine Haare lang wachsen lässt, dann sieht man ja auch nachher, ob deine Haare gesund oder nicht gesund sind. Weil wenn du nämlich kaputte Haare hast und die lang wachsen lässt, dann sieht das nämlich abartig scheiße aus. Und aus dem Grund möchte man natürlich, wenn man lange Haare hat, auch schöne, gesunde und glänzende Haare haben. Wenn du da draußen jetzt wissen möchtest, was für Haarpflegeprodukte ich aktuell nutze, ich packe einfach mal alle Pflegeprodukte, die ich aktuell nutze, in die Infobox rein. Könnt ihr einfach mal abchecken, falls ihr da Interesse habt. Jetzt zum Haar-Update. Ja, Leute, ich habe tatsächlich jetzt echt sehr lange Haare. So lange Haare hatte ich persönlich noch nie. Ihr könnt es einfach mal abchecken. Also, wenn ich die Haare mal nach vorne mache. Also, die Haare gehen mir jetzt fast bis zum Kinn. Mein Ziel war es ja immer, mal einen Zopf zu machen. Ja Leute, meine Haare haben wie gesagt jetzt mittlerweile eine ordentliche Länge angenommen. Trotz Locken, weil wenn man Locken hat, dann dauert es ja immer ein bisschen länger, bis die Haare wachsen. Aber mittlerweile doch, das ist schon eine beachtliche Länge für mich. Mein Ziel war es ja immer mal, einen Zopf zu machen und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich kann es wahrscheinlich immer noch nicht so gut, weil ich es erst ein, zwei Mal ausprobiert habe. Aber falls du da draußen mal wissen willst, wie man einen Zopf machen kann, ich habe mit Bartmodel Kaan Tosun ein Video gemacht. Könnt ihr einfach mal abchecken. Dort wird euch ganz genau erklärt, wie ihr einen Man-Bun am besten machen kann. Also ich probiere das Ganze jetzt mal aus. Ich kämme dazu meine Haare erstmal kurz. Alle nach hinten, weil die so echt ziemlich lockig sind. So, und jetzt nehme ich einen Zopfgummi. Es hält. Aber Leute, ja, ich kann mir einen Zopf machen. So sieht das aktuell aus, wenn ich einen Zopf habe. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja? Steht mir der Zopf, steht mir kein Zopf? Was sagt ihr dazu? Wenn ihr jetzt an meiner Stelle wäret, würdet ihr meine Haare weiterhin lang wachsen lassen oder würdet ihr meine Haare abschneiden? Was würdet ihr machen? Ein Kollege von mir, der arbeitet bei Red Bull, der hatte eine echt grandiose Idee. Der meinte so, hey Daniel, frag doch irgendeinen anderen YouTuber, ob der nicht Bock hat, einfach deine nächste Frisur auszuwählen. Da habe ich ein bisschen Schiss, wenn das passiert. Aber gut, die Leute von Red Bull sind ja immer ein bisschen crazy. Aber vielleicht machen wir das trotzdem, ja? Vielleicht machen wir es trotzdem. Aber gerne, schreibt in die Kommentare rein, ob ihr die Haare weiterhin lang wachsen lassen würdet oder ob ihr die Haare cutten würdet. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Gerne könnt ihr auch mal reinschreiben, wie ihr das findet mit Man Bun, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Denkt dran, Support ist kein Mord. Von daher macht einfach den Daumen nach oben. Und ich sage, bis dahin sehen wir uns wieder mit weiteren Hairstyling-Sachen. Bis bald. Peace.